Simply the Best Bestech Knives. Und zwar Tardis nennt sich dieses Teil hier. Und ich kann da nur eines sagen. Das ist stylisch. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ostaf Hell Design, ein polnischer Messerdesigner. Sehr, sehr schönes Messer. Bestech ist so ohnehin irgendwie ein bisschen ein Geheimtipp, was EDC-Messer betrifft. Ich mag die sehr, sehr gern. Deep Carry Pocket Clip, wie du hier sehen kannst. Also wirklich Deep Carry. Ein Liner Lock. Die Farbe hat mir einfach gefallen. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Farben gibt. Das Messer gehört eigentlich der Manuela. Die Manuela steht nämlich auf dieses Lila und Violett. Oder Violett ist das. Entschuldigung, es ist Violett natürlich. Es ist nicht Lila, es ist Violett. Die steht da drauf und das ist auch ihr EDC-Messer. Aber sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön mit zwei solchen. Ja, die sind aber jetzt lila, mit lila Pins. Lässt sich gut fassen. Schöne Hohlkehle. Und ich finde eigentlich das Design so ansprechend. Ne? Du hast hier schwarz, dann das Silber mit dabei. Also es ist wirklich sehr, sehr nett, wenn dir die Farbe gefällt. Wie gesagt, schau vorbei. Ich gebe da unten den Link, wo du die kriegen kannst, ob es die auch in anderen Farben gibt. Das Ganze mit einem Liner und natürlich ein Chimping. Wobei man da dazu sagen muss, das Chimping merkt man, aber es ist zumindest nicht so rau, dass du es als Feile benutzen kannst. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und das Messer ist extrem kopflastig. Du hast hier G10 Griffschalen, die aber trotz alledem gar nicht auftragen. Ich weiß gar nicht, da ist auch kein, die Spacer sind ganz, ganz klein und leicht gehalten. Also es ist irgendwie minimalistisch. Und ich weiß natürlich, da einen oder anderen, der jetzt sagen wird, naja, aber da ist keine richtige Spitze mit dabei. Also zum Boxcutten reicht das absolut. Und wahrscheinlich auch zum Butterbrot schmieren, was ich natürlich noch nicht probiert habe und auch ausprobiert habe, könnte ich mir gerade so eine hohe Klinge sehr, sehr gut, ja, sehr, sehr gut vorstellen. Und was halt auch, was auch schön ist, meiner Meinung nach, ist hier vorne diese Abschrägung. Also insgesamt, der Messer hat irgendwie was. Also die Schärfe ist absolut ausreichend. Lanyard-Loch hat es aber irgendwie keins. Aber ich gehe davon aus, dass man das über die Spacer regeln kann, ne? Indem man hier etwas durchfädelt. Sehr, sehr nett. Gefällt mir. Weiß nicht, ich weiß, dass das für viele jetzt ein Problem ist, weil sie sagen, es ist nicht 42A-konform. Und da stelle ich mir die Frage, und ernsthaft, man kann ja diese Pins abschrauben. Ja? Kann man das? Also ich bin davon überzeugt, dass man das kann, weil die müssen ja irgendwie draufgeschraubt worden sein. Und außerdem ist ja ein ganz kleines, feines Loch eingearbeitet. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man das damit aufschrauben kann. Ha? Das probieren wir gleich aus mit dem VH. Ja, da habe ich nämlich so ein Set hier. Ich habe ja vor einiger Zeit jetzt meine EDC-Schraubenzieher mit. Das ist kein EDC-Schraubenzieher-Set vorgestellt. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob man das irgendwie aufschrauben kann. Wenn man das jetzt abschraubt, wenn man diese Pins, auf beiden Seiten sind die natürlich vorhanden, das heißt, das ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen zum Öffnen möglich, zum Schließen der Liner-Lock, wobei, ich weiß nicht, ich bin ja kein Linkshänder, aber ja, weiß ich nicht, ja, vielleicht schreibt man da auch jemand einen Kommentar, aber was mich eigentlich jetzt mehr interessiert, was eigentlich meine Fragestellung ist, wenn ich das jetzt runterschraube, was anscheinend geht, ist es dann 42A-konform? Also ich habe jetzt gedreht und es ist auch schon locker, aber ich krieg's nicht so richtig runter. Und jetzt denke ich mal, ich nehme eine Zange. Hier ein Swiss Tool X mit unserer Holster, mit unserem Holster gemacht in der Reini Rossmann Werkstatt. Billige Einwanderung, gebe ich natürlich auch den Link dazu. Dass ich das jetzt zum Beispiel mit einer Zange irgendwie runterarbeiten kann, muss ich natürlich jetzt vorsichtig sein, dass ich da nichts abschere oder abkratze. Weil es dreht sich jetzt schon auf der einen Seite mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege. Nein, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's wirklich nicht hin. Also ich entweder bin ich zu blöd dazu oder meine Geduld ist am Ende. Nein, also ich krieg das nicht runter. Ja, tut mir leid. Was ich positiv finde, ist, dass hier die Verschraubung ein klassischer Sechskant ist. Das heißt, das kann man wieder fester oder nicht so fest machen. Gibt es ja auch immer wieder Messer, die dann irgendwelche lustigen Schrauben benutzen, die man nicht nutzen kann. Ich weiß, wir haben das auch bei der ersten Generation der Bushcraft Beaver gehabt. Das war mir eine Lehre. Man lernt, ja, man lernt. Also das kriege ich nicht runter, aber meine Frage wäre, wenn irgendjemand handwerklich so begabt ist, das runterzuarbeiten, weil es ist ja schon locker, irgendwie sitzt es fest, auch mit der Zange. Ich konnte es nicht runterziehen. Aber ist es dann
eigentlich 42a konform, besonders wenn man es noch ein bisschen fester zieht, dass man es nicht mit einer Hand aufkriegt, dann müsste es das eigentlich sein. Ne? Aber schreibt es mir da gerne einen Kommentar dazu. Das Messer finde ich super. Ich werde es jetzt wieder festschrauben und die Manuela wird es ein bisschen testen und ich natürlich auch. Und dann werden wir es am Messerkanal einmal vorstellen. Das war jetzt sozusagen mal der erste Wurf hier am Everyday Carry. Es ist ein nettes Everyday Carry. Schreib mal gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Ich versuche dir auch rauszukriegen, wo du das bekommen kannst. Und denk dran, man ist immer untermessert.